Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Lego City Undercover. Es kann weitergehen. Wir wecken den Chief auf. Dir war die Lagebesprechung zu Rex Fury ziemlich egal, oder? Naja, egal nicht unbedingt. Aber naja, ich bin gespannt, was er uns erzählen wird. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Okay. Dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Apropos egal. Dem Boss ist es ganz und gar nicht egal, wenn er unsanft geweckt wird. Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha! Du schon wieder. Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Ruhe bitte! Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Fahr die Rasenmäher rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, habe ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt 1 Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! So viel zum Thema rücksichtsvoll fahren. Oh weia. Frank, Honey. Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Wenn du die beste Route zu einem Ziel sehen willst, drücke und halte den Ort auf dem Bildschirm deines Kommunikators. Na los, versuch's mal! Das werden wir, also gut. Dazu klicken wir einfach hier auf den Wii U Gamepad diesen Knopf. Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Okay, dann mal los. Freigeschaltet. Navigation. Die Navigation könnt ihr zwar nicht sehen, da ich das nur auf dem Gamepad sehe, aber das ist ja nicht schlimm. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Du hast dich verfahren, Frank? Oh weia. Ich glaube, aus ihm wird kein so guter Polizist, oder? Vorsicht! Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Klaus? Huh?
Figur. Also dann schnell hinterher. Schnappen wir uns den Clown mit der grünen Perücke. Den rammen wir. Hey, stehen bleiben. Vorsicht, du blockierst mich. Oh weia. Wir müssen doch zusammenarbeiten hier als Polizei. Vorsicht, Entschuldigung. Wir sind hier auf einer Verfolgungsjagd. Entschuldigung. Das ist keine Absicht. Okay, vorsichtig. Rechts vor links. Und wo ist der Bandit? Da unten. Gleich haben wir ihn. Wir sollten nur im richtigen Moment etwas Turbo einsetzen, damit wir schneller fahren können. Ich muss mich hinlegen. Nichts damit hinlegen. Stehen bleiben. Polizei. Chase McCain ist auf dem Weg. Aber die grüne Witzfigur da hinten möchte einfach nicht stehen bleiben. Und. Haben wir dich. Hey, er verschwindet. Schnell hinterher. Stopp, im Namen des Gesetzes. Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Den müssen wir jetzt schnappen. Halt. Und haben wir dich. Und die Handschellen. Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. Damit hätten wir den ersten Clown. Aber natürlich geht's noch weiter mit den anderen zwei. Moment. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Ja, dann schnell hinterher. In das Café. Wo meine Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Das sollten wir uns merken. Die Trillerpfeife kann sicherlich sehr wichtig werden im späteren Verlauf des Spiels. Falls wir mal auf dem Sprung sind und dringend ein Auto benötigen. Also gut, auf ins Café. Da ist der nächste Clown. Und versteckt sich vor uns. So, hier ist das Café. Okay, und da ist mein Einsatzort. Ob wir da vielleicht mit dem Auto hoch sollten? Besser nicht. Besser zu Fuß. Damit sind wir ein bisschen schneller. So, das war die Trillerpfeife gerade eben. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Klingt logisch. Freigeschaltet! Kriminellen Scan. Dann wollen wir das gleich mal testen. Sicherlich finden wir so viel schneller den gesuchten Clown, der sich hier irgendwo verschanzt hat. Okay, upsala. So war das nicht gedacht. Nochmal kurz zurück zu der Scanstelle. Und irgendwo hier muss gleich ein Zeichen erscheinen, damit wir A drücken können. So. Na, wo ist das? Okay, der kriminellen Scan. Ah, jetzt steht das A-Zeichen da. So, dann scannen wir mal kurz. Hier auf der Seite muss doch irgendwo der Clown sein, oder? Da hat er sich versteckt. In der Garage. Ziemlich gutes Versteck. Vor allem, weil man nicht weiß, dass er dort sein könnte. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Officer? Perfekt. Ich glaube, die kleine Ranke hier sollten wir dazu verwenden, beziehungsweise das Efeu, um an den Clown zu kommen. Hey! Oh, hast mich fast erwischt. Wart's nur ab. Na, 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 na. Was machst du da unten, hä? Ein ziemlicher Frechdachs. Na, dich schnappen wir. Wart's nur ab, bis wir nach oben kommen. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir echt nicht leid. Mach's gut. Wart nur ab, dich kriegen wir noch. Richtig frech, dieser Clown. Hey, Hans, grüß
klettert doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla, kaputt gemacht. Hey Hans, für dich immer noch Chase McCain, ja? Also wenn ich bitten darf. So, jetzt sollten wir nach einer Spur suchen. Denn irgendwie müssen wir hier wieder Efeu wachsen lassen, sonst kommen wir nicht weiter. Ah, dahin führt die Spur also. Und was ist hier drin? Ein Ventil. Das können wir sicherlich gut gebrauchen. So, dann würde ich sagen, Wassermarsch! Na, kommt da kein Wasser raus? Komm schon, jetzt! Oh, das Wasser wird blockiert. Okay, dann machen wir hier die Lego-Bausteine einfach kaputt. Und schon wieder blockiert. Okay. Dann müssen wir kurz diesem Schlauch folgen und alle Hindernisse kaputt machen. Oh, ich denke, jetzt müssen wir dieser Person etwas den Abend versauen. Tut mir leid. Oder den Tag. Ich weiß, sie wollten den Tag genießen. Es tut mir leid. Ich wollte ihre Liege nicht kaputt machen. Aber das ist ein wichtiger Polizeieinsatz und wir müssen die Clowns schnappen. So, hier noch diesen großen... diese große Mülltonne kaputt gemacht, genau. Und schon wächst er Efeu. So, da können wir jetzt hochklettern. Sehr gut. Wo ist der Clown? Der muss sich hier irgendwo verstecken. Also hier schon mal nicht. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Der hat sich tatsächlich im Hundehäuschen versteckt? Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, im Namen des Gesetzes. Du bist niemals ein unschuldiger Clown. Du hast die Bank ausgeraubt. Im Namen des Gesetzes, stehen bleiben. Die schnappen wir. Und, ha! Sehr gut. Und die Fesseln. Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Auf einem Frachter also. Na gut, rufen wir erstmal Ellie an. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Okay, dann schnell zum nächsten Einsatzort. Wir haben, glaube ich, dazu nicht das passende Fahrzeug. Naja, so ein kleiner Smart ist zwar ganz schnucklig, aber nicht unbedingt schnell. Aber gut, warum eigentlich nicht? Hauptsache, wir kommen irgendwie schnell an den Hafen. Denn da muss irgendwo ein Frachter stehen. Und da hat sich der letzte der drei Clowns verschanzt. Der wird uns nicht entwischen, das kann ich euch versprechen. Zumindest hoffe ich das. Also gut, wir folgen einfach mal den grünen Stats. Und da ist schon der nächste Einsatzort. Perfekt. Das muss der Frachter sein. Sieht wirklich groß aus. Und hier soll der letzte Clown sein? Der muss irgendwo da versteckt sein. Lasst uns wieder unseren Scanner einsetzen, um zu sehen, wo er sich ungefähr befinden könnte. So, irgendwo an diesem Frachter muss er sich befinden. Die Frage ist nur, wo? Ah, da drüben. Da drüben kann ich was erkennen. Na, klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Gute Frage. Der Bereich scheint abgesperrt zu sein. Das wird noch heikel. Vielleicht kann uns dieser Typ helfen. Hey, Officer! Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Okay, dann wollen wir mal einfach das Tor aufmachen. Ich glaube, mit seiner Hilfe werden wir das schaffen. Und dann haben wir die Chance, zum Frachter zu kommen. Zumindest in die Nähe des Frachters. Ob es so einfach wird, sehen wir dann gleich. So, danke. Gehen Sie da oben durch die Tür und verraten den Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Kein Problem. So. Damit aktivieren wir die Stromzufuhr und das Tor ist wieder geöffnet. Ha, perfekt. Super, Chase McCain. Hey,
einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie. Weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Na, das ist mal ein guter Hinweis. An der Größe eines typischen Sandwiches. Na gut. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Okay, wir suchen ein Sandwich ohne Gurke. Hey, da vorne scheint irgendwas zu sein. Das ist das Sandwich. Hey, Möwe. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich, du fliegende Ratte. So, da haben wir das Sandwich. Naja, ich würde jetzt nicht mehr dran essen wollen. Sieht ein wenig eklig aus. Hier, bitteschön. Und, schmeckt's? Oh, weia. Der hat ja Mundgeruch. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff! Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Okay, super. Jetzt kommen wir endlich auf den Frachter. Und irgendwo da muss sich der Clown befinden. Und schwupps. Wow. Bitte ein bisschen vorsichtiger. Nicht so schnell. Wow. Ich kann die Balance kaum halten. Und? Wow, Vorsicht! Boah, das war keine sanfte Landung. Aber gut. Hier irgendwo auf dem Frachter ist der Clown. Da ist er ja! Ein Polizist? Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Stehen bleiben! Chase McCain, mein Name. Und Sie sind ein böser Clown, der ins Gefängnis muss. Sie haben meine Bank ausgeraubt. Oh, er ist ein ziemlich schneller Schwimmer. Wenn du nichts dagegen hast, misst dich dann mal los. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Oh Mann. Halt, im Namen des Gesetzes. Vielleicht laufe ich eine Minute lang rückwärts, damit ich dir zuwinken kann. Nicht so frech, ja? Gleich haben wir dich. Und zack. Perfekt. Und die Handschellen. Ha, haben wir dich. Und damit haben wir auch alle Clowns gefasst. Super gemacht, Chase McCain. Wir sind stolz auf dich. Kapitel 2. Eingeholt von der Vergangenheit. Puh, das kann ja was werden. Aber erst einmal sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet oder vielleicht auch etwas anderes probieren möchtet, klickt einfach auf die rechte Spalte auf das Video eurer Wahl. Die Links dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen zu abonnieren, sonst verpasst ihr was. Bis dann.